hier ist Ronja und heute machen wir endlich was, was sich super viele von euch gewünscht haben. Und zwar spielen wir heute Star Stable mit Easy und wir haben von Star Stable für euch 10 Tage gratis Star Rider Zeit, wenn ihr den ersten Link in der Beschreibung nutzt, denn dieses Video ist gesponsert. Mega nice, oder? Falls ihr Star Stable nicht kennt, das Spiel ist kostenlos, aber ihr könnt als Star Rider ein paar mehr Quests machen und ihr kriegt auch andere Boni. Star Stable ist ein Online-Multiplayer-Game mit ganz vielen Quests und Pferden und ihr könnt es mit euren Freunden spielen und ihr könnt euch quasi alle zusammen auf einem Server treffen und es ist einfach super schön. Ich habe sowas als Kind immer gespielt. Ich liebe solche Spiele. Die Insel, auf der das Ganze spielt, heißt Jorvik. Die könnt ihr erkunden mit eurem Pferd und ihr bekommt eine unglaublich coole Storyline. Also ich habe schon eine Weile jetzt gespielt und die Storyline ist wirklich süß. Ihr und euer Pferd macht da verschiedene kleine Abenteuer, helft den Leuten im Dorf und ihr könnt euch mit den ganzen Star Stable Spielern auf der ganzen Welt, könnt ihr euch treffen, mit denen chatten, ihr könnt neue Freunde finden und ich würde sagen, lasst uns anfangen. So, wir erstellen uns erstmal einen Charakter und zwar holen wir uns hier auf jeden Fall erstmal ein anderes Gesicht. Ansonsten, ich hätte gern blonde Haare. Man kann sein Outfit, glaube ich, nicht verändern, so wie ich das gesehen habe. Ich nehme mal die langen und nicht die kurzen hier. Die kurzen sehen zwar auch ganz süß aus, aber ich habe lange Haare, also bleiben wir bei denen. Dann machen wir uns blaue Augen und... oh, wir können unser Pferd auch auswählen. Das ist mega nice. Dann nehme ich auf jeden Fall das Dunkle hier. Das sieht hübsch aus. So ein dunkelbraunes. Und dann können wir uns noch einen Namen auswählen. Das ist relativ praktisch. Man hat einen... Oh, das ist super gut für Leute wie mich, die echt schlecht bei der Namensgebung sind. Man hat hier schon Auswahlmöglichkeiten, wie man sich nennen möchte. Also wir nennen uns auf jeden Fall Ronja mit Vornamen. Den Rest gucke ich gerade noch durch, was es so gibt. Aber ja, das ist die Charaktererstellung. Super einfach, mega nice. Und dann könnt ihr euch das Spiel auch schon runterladen. Und zwar müsst ihr das wirklich, ihr müsst es einmal runterladen auf euren PC. Das könnt ihr nicht nur online spielen. Also, das könnt ihr nicht nur im Browser spielen, meine ich. Sondern müsst ihr einmal eure E-Mail-Adresse angeben und dann könnt ihr das einmal runterladen. Da ist auch ein relativ gutes Beispiel dabei, wie das Ganze funktioniert, wie man die Datei dann öffnet und das Ganze installiert. Dann wählt ihr eure Sprache aus. Ich nehme jetzt Deutsch. Und dann installiert das Ganze schon. Und mehr müsst ihr gar nicht machen. So, und hier sind wir auch schon in... Oh Gott, ich stecke in Easy drin. Ah! Hilfe! Wir haben letztens bei Easy eine Folge aufgenommen. Was heißt letztens? Ich glaube, sie kommen am gleichen Tag. Also, ihr habt sie wahrscheinlich gerade schon gesehen. Oder falls ihr sie noch nicht gesehen habt, meine Folge ist technisch gesehen die zweite Folge. Aber ihr könnt sie auch zuerst gucken und dann Easys Folge, wie ihr wollt. Mir egal. Jedenfalls habe ich, kleiner Spoiler für die, die die Folge noch nicht gesehen haben, letzte Folge ein kleines Rennen gegen Easy verloren. Was natürlich eine große Schmach für mich ist, als... Ne? Bekennenden Reitfan. Jetzt bleibt man fair. Es war nur eine Sekunde, okay? Ja. Aber, ja, hier oben Richtung Schloss soll es eine unglaublich gute Rennbahn geben. Gerüchten weißt du, woran zu folgen. Das lag, glaube ich? Woran? An deinem Hund. Der ist schwer. An meinem Hund. Es muss, ja. Ja. Hund. Du musst ohne Name. Nee, die Rennbahn ist vorne. Du musst, musst Tan ansprechen, wenn du eine Revanche willst. Willst du? Nee, ich will die neue, die Bobcat-Bahn. Ja, genau. Achso, die ist bei Tan ansprechen. Ja, die gibt einem die, glaube ich. Alles klar. Guck mal, hier oben steht jemand. Der möchte mit uns reden. Hallöchen, Loretta! Hallo, ah! Was machst du hier, Ronja? Du bist etwas weit weg vom Stall. Tan wollte, dass du mich suchst. Das ist lieb von ihr und von dir. Nicht, dass Bartok und ich Hilfe bräuchten. Ehrlich, nur ein kleiner Erdrutsch. Hör mal, wegen vorhin. Es tut mir leid, wenn ich dich nicht allzu herzlich willkommen gießen habe. Hat sie auch nicht. Die war richtig unhöflich. Die war so, ja, Pink ist eine Sache, die musst du dir verdienen zu tragen. Und ich war nur so, okay, dann halt nicht. Achso, wie Tan sagen würde, ein wenig Freundlichkeit kann viel bewirken, wenn man andere dazu ermutigen möchte, ihr Bestes zu geben. Ich kann dir nicht versprechen, dass du je bei den Bobcats aufgenommen werden wirst, aber das heißt ja nicht, dass wir nicht trotzdem Kolleginnen sein können. Okay. Wir machen Freundschaftsrennen. Sobald du ja klickst, sag Bescheid. Komm schon, Ronja, reiten wir zurück zum Moorlandstall. Kein Rennen oder so. Mach dir keinen Druck, dass du mit mir mithalten musst. Ja, kein Stress. Los geht's. Okay, dann okay auf 3, 2, 1. Ja. Okay. Ah, wir müssen nochmal okay drücken. Dann nochmal. 3, 2, 1, go. Ah, du hast so schnell nochmal okay gedrückt. Mann, die ist so schnell. Mann. Okay, Loretta schummelt. Loretta hat Vorsprung. Ja, klar schummelt die. Oh mein Gott, ich glaube, ich fährt es einfach schneller. Aber das ist die zweite Rennstrecke hier. Das ist die zweite Rennstrecke. Ja. Guck mal, das meinte ich doch. Hier oben ist die nächste Rennstrecke. Easy sagt, nee, das stimmt nicht. Verzeihung. Ich habe im Tutorial gelesen, das ist gar nicht so. Ich habe einen Fehler gemacht, aber den kann man später hier starten. So, okay, wie schnell warst du? Ich bin noch nicht am Ziel.
weil ich ein bisschen später gestartet bin. Okay, 28, 42? 21, 4. Was? Nein, 28, 13. Oh, ich dachte schon. Ich bin geflogen. Ist so. Richtig die Sauerei. Okay, aber Loretta war schneller als ich. Jetzt möchte Loretta mir wahrscheinlich auch noch ihren Sieg unter die Nase reiben. Wahrscheinlich. Oh Gott, ich bin ins Zaun geritten mal wieder. Ich bin noch nicht so der gute Reiter. Vielleicht verliere ich deswegen jedes Rennen. Könnte sein. So, Loretta, was möchtest du von mir? Was für ein Rennen? Bartok und ich haben dich total abgehängt. Das war nicht mal knapp. Ja, danke, Loretta. Mach dir deswegen keinen Kopf. Du und Winterkomet habt euch richtig Mühe gegeben. Okay. Danke, Loretta. Nett von dir. Mein Pferd ist auf ein Level gestiegen. Ich wünschte, ich hätte das mit meinem anderen Pferd gemacht. Dann wäre das schon Level 3. Ja. Aber ich habe ganz schön XP gesammelt. Hier generell. Wir können die Strecke jetzt gesamt reiten. Wenn wir Tan ansprechen. Das ist cool, dann werde ich dafür gibt es 210 XP, cool. 210 XP sind garantiert mein Level 5. Und okay, 3, 2, 1. Oh, jetzt habe ich schon. Okay, jetzt bin ich das erste Mal vor dir. Okay, aber das ist nicht schlimm. Weil jetzt, ja, seid ihr Zeugen eines Weltrekordes, der hier aufgestellt werden wird. Und glaubst du ihr das? Könnt ja mal theoretisch, also ihr kriegt noch einen Link, der ist hier unten in der Videobeschreibung. Den könnt ihr euch runterladen. draufklicken. Da könnt ihr euch Star Stable auch runterladen und dann kriegt ihr da 10 Tage kostenlos Star Rider Zeit und dann könnt ihr da auch euren Freunden den Link schicken oder keine Ahnung, mit euren Freunden da spielen und dann könnt ihr das gleiche Rennen machen, was wir hier machen und eure Zeiten, die keine Ahnung, Kommentare schreiben, damit wir ein bisschen vergleichen können. Wer hier der wahre Sieger ist. Easy überholt mich, obwohl die nach mir angefangen hat. Viel schneller als du. Okay, wenn ihr eure Zeit schreibt, dann habt ihr nur eine Chance, Easy zu schlagen, weil mich schlagt ihr sowieso. Herzlichen Glückwunsch dafür. Nein, aber ohne Mist. Also ihr könnt gerne mal vergleichen. Es würde mich interessieren, ja, wie viel ich vom Durchschnitt... Ich wäre fast die Klippe runtergefallen. Wie viel ich vom Durchschnitt abweiche. Wie verlassen einfach Arm sind wir. Bist du hinter mir? Ich bin hinter dir. Ja, leider. Oh, die hat ein richtig hübsches Pferd. Dein Pferd ist zu langsam. Dein Pferd ist zu lang. Ja! Alter, mich überholt hier. Oh nein. Eine nach der nächsten. Oh mein Gott, die sind richtig schnell, aber. Ja. Die haben richtig gut Pferde, glaube ich. Bist du. Und runter? Ich glaube, wir haben gleich. Voll die große Strecke. Come on. Die Seite. Und du schneidest einfach eine Kurve nach der nächsten. Das ist ja frech. Über die Gangarten habe ich ihn Erfolg freigeschaltet übrigens. Ich will ja nicht angeben, aber. Rang Bronze. Ja, wie schnell warst du? 1 Minute 39. 1,35. Okay, 1,30 musst du machen, um richtig Silber zu kriegen. Also waren wir beide nicht gut. Pferde. Oh ja, stimmt, auf jeden Fall. Okay, möchte Tan noch irgendwas sagen? Was für eine tolle Vorstellung. Guck mal, Tan ist eine gute Person, ja? Die weiß, wir haben hier gerade in 1 Minute 39 uns den Weg runtergekämpft, wären fast gegen eine Wand gelaufen. Aber ich sag, weißt du was, Ronja? Was für eine tolle Vorstellung. Du hast eine bessere Zeit hingelegt als einige Reiterinnen unseres Clubs. Dankeschön, Tan. Cool. Ich bin immer noch nicht Level 5. Ich auch nicht. ich hab gelogen. Aber mit Star Rider kannst du sogar höher leveln, ne? Echt? Ja, achso, ja, klar. Genau, stimmt. Bis Level 5 kann man kostenlos spielen, aber wenn man dann die Star Rider... Leider, man downloadet sich den Link in der Videobeschreibung. Ah, man downloadet ihn sich, den Link. 10 Tage Star Rider sein. So, was machen wir jetzt, Ronja? Genau, wir holen jetzt unsere anderen Pferde ab, okay? Okay, und aber dann müssen wir in die Richtung hier. Richtig. Wir müssen in die Richtung hier. Da wollte ich auch gerade hin. Ich habe nur gelandet. Ja, genau. Also, oh, mein Bildschirm ist gerade rot geworden. Ich bin gegen irgendwas gerannt. Oh nein, das ist mir auch schon passiert. Tut mir leid, Winterkomet. Es tut mir so leid, ich wollte nicht. Hier ist ein anderes Mädchen. So, und hier sind wir schon in Fort Pinter. Die Easy ist wahrscheinlich schon da. Ich bin schon im Stall und rüste mein anderes Pferd aus. Das mache ich jetzt auch. Wo ist denn mein Stall? Hier. Genau, man hat nämlich immer diesen Heimstall, wo man dann seine anderen Pferde drin lagern kann. Was ja auch logisch ist bei einem Heimstall, ne? So, und zwar er hier. Wunderschön. Okay, schaut ihn euch an. Was für ein prächtiges Pferd. Wie heißt eigentlich dein anderes Pferd? Also... Lady Lily oder so. Lady Lily. Lady Lily und Barry Bee habe ich. Fällt dir dabei was auf? Nee. Naja, Lady Lily, Barry Bee. Hallo? Okay, der nicht. Nee. Fällt euch was auf, liebe Zuschauer, vielleicht. Ich verstehe. Schneid ihr das ja eher. So, in diesem Pferd haben wir keinen Hund, sondern eine kleine Katze im Gepäck. Nur, damit hier alle Bescheid wissen. Edge.
Hier steht ein Pferd vor meinem Stall, das sieht aus, als wäre es ein Franzose. Der hat so einen Blumenkranz auf seinem Kopf. Ich weiß nicht warum, aber das wirkt sehr französisch auf mich. Ich weiß nicht, warum ich Blumenkränze mit Frankreich verbinde, aber ich meine, es sieht süß aus. Aber es ist kein Besitzer da. Okay, ich habe jetzt meinen Pony übrigens einfach im Stall abgestellt, ohne das in irgendeinen extra Raum zu stellen, weil ich so, nee. Übrigens, okay. Ja, bevor irgendjemand was schreibt, ja, ich weiß, mein Pferd ist unglücklich. Ich weiß. Ich weiß nicht warum, aber es ist unglücklich. Es ist halt leider so. Isis Pferd ist auch unglücklich. Keiner weiß wieso, wir können sie nicht glücklich machen. Nur bevor ihr sagt, wir misshandeln unsere Pferde, so ist es nicht. Wir haben sie gefüttert, gepflegt, gebürstet, gekratzt und sonstiges. Vielleicht müssen wir sie waschen oder sowas. Hast du mal versucht, es zu waschen? Ich kann es mal versuchen zu waschen. Ja, ich kann's mein Pferd mag mich jetzt, aber irgendwie mag es mich trotzdem nicht. Es ist einfach nicht glücklich. Das verstehe ich auch nicht, weil manchmal streichel ich es und dann kommen die Herzchen und er ist richtig glücklich. Ja. Aber dann wieder nicht. Nicht glücklich genug, scheinbar. Es tut mir leid, Lady Lily, wenn ich dich nicht glücklich machen kann. Ich weiß nicht, was es möchte. Vielleicht muss ich ihm irgendwann mal ein Zuckerstückchen kaufen und dann kann er was futtern und ist zufrieden. Zeig dir gleich mein neues Outfit, wenn du da bist. Okay, ich verlasse gerade meinen Stall. Man kann Eimer auffüllen am Brunnen, guck mal. Ich bin direkt vorne hier, hi! Das ist mein neues Outfit, ja? Lina Discoman heißt sie übrigens. Yeah. Schöner Name. Dankeschön. Komm, warte, Pferd, trink doch wenigstens. Das ist mein Pferd, stimmt. Hier, das ist mein Pferd, genau. Und da ist meine Möwe. Ich habe letztens wirklich eine Möwe gefunden auf der Wahl. Straße. Oh, das sieht richtig schick aus, dein Outfit. Danke. Das hat mir viel Reiten Plus und so gegeben. Also viel Reiten Plus. Und so, deshalb. So, was machen wir jetzt? Okay. Wo wir hin? Vielleicht die Disco? Waren wir in der Disco schon mal? Nee, da waren wir noch nicht. Weil der Türsteher lässt uns, glaube ich, auch nicht rein. Oh, nee, der Türsteher hasst uns. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Wir hatten letzte Folge Stress mit dem Türsteher. Der wollte uns hier 50.000, weiß ich nicht was, Coins abknöpfen. Oh, genau. Ich habe nämlich ganz vergessen, ich muss noch mit dem Kameraden hier reden. Mit James. Ja. Weil James, ja, hat irgendwas zu sagen. Ich weiß nicht was, aber ich hoffe, es ist was Gutes. Wir haben nämlich irgendwelche Pferde eskortiert. Gutes Timing. Die Touristen sind fast da. Glückwunsch. Ihr habt den Urlaub gerettet. So sind wir. Jetzt. Wegen des Strafgeldes, das ihr mir schuldet. Was soll das denn jetzt? Ich erlasse euch gerne ein paar hundert Schillinge von eurer Geldstrafe. Also von diesen 50.000, die ich eben erwähnt habe. Dazu kommt noch die Leihgebühr dafür, dass Syndra das Pferd zurückgeritten hat. Was? Syndra, das sind Leihpferde. Wenn du eins reitest, musst du eine sehr faire Gebühr bezahlen. Eine sehr faire Gebühr. Ich glaube auch. Tut mir leid, da gibt es keine Ausnahmen. Dabei beläuft sich eure Rechnung auf 92.871 Schillinge. Syndra sagt natürlich, so viel kann ich nicht bezahlen. Syndra haben wir letzte Folge hier illegal in die Stadt reingeritten, scheinbar. Es muss doch eine Möglichkeit geben, den Betrag zu verringern. Ich nehme an, dann wirst du einfach so lange für mich arbeiten müssen, bis du deine Schulden abgearbeitet hast. Sagen wir mal 47 Jahre. Ach ja. Nein, das ist ja furchtbar. Ja, du bist ein Betrüger, James. Betrüger? Was? So könnt ihr mit mir nicht sprechen. Ich bin der Tourismusmanager. Minister, meine ich. Ich arbeite auf Anordnung des Bürgermeisters. Dann sage ich diesem Bürgermeister mal meine Meinung. Das ist meine einzige Auswahl, was ich antworten kann. Ich bin scheinbar sehr auf Konfrontation aus. Okay, mit dem Bürgermeister ist nicht zu spaßen. 10 Minuten später. Oh Gott, nein, der Bürgermeister schon wieder. Der will uns doch nichts Gutes. Macht Platz für Fort Pinters Stolz und Freude. Bürgermeister Peanut. Der Bürgermeister ist ein Pony? Das ist Bürgermeister! Warte, was? Ich dachte, er ist der Bürgermeister! Entsprechendes Pony! Okay, hallo Bürgermeister Peanut. Hallo Bürgermeister Peanut! Was geht ab? Nein! Hä? Are you kidding me? Ich bin gerade sehr verwirrt. James hat mir gesagt, ihr beide seid mir 32.000 Schilling schuldig. Ich verlange die Zahlung sofort! Wie ihr eure Geldstrafe nicht bezahlen könnt, muss das Mädchen Syndra für den Tourismusminister arbeiten, wie er es für richtig hält, bis die Schuld getilgt ist. Okay. Das kommt mir alles sehr verdächtig vor. Ich muss herausfinden, wohin James verschwunden ist. Ach, James ist der Tourismusmanager. Ja. Minister meine ich natürlich. So, Minister natürlich, genau. Auch selbst, der ist doch 15, also wie ist der denn Tourismusminister? Ich will hier niemanden in Frage stellen. Aber der Bürgermeister ist ein Pferd und der 15-Jährige ist der Tourismusminister. Okay.
Wir haben James gefunden. Wah, was machst du hier? Tja, James, ich weiß, dass du Ferdinand betrügst. Betrug? Das ist ein bisschen extrem, findest du nicht? Er bezahlt mich, damit seine Pferde Bewegung bekommen. Und die Touristen bezahlen mich, damit sie reiten können. Eine Win-Win-Situation. Aber nur für dich, James, nur für dich. Nun, solltet ihr nicht auf Bürgermeister Peanut hören? Ihr wollt euch doch nicht mit ihm anlegen. Ja, wo ist James? James ist, erste Treppe hoch, dann raus, dann gegenüberliegender Raum. Und dann, so eine Steinrampe geht's hoch. Ich hab's verstanden. Okay. So, dann sage ich, es gibt keinen sprechenden Pferde. Bam. Was? Das ist doch verrückt. Es ist ein sprechendes Pony. Das ist die Wahrheit. Frag all die Leute, die ihn gewählt haben. Das ist tatsächlich ein guter Punkt. Wer zur Hölle hat den gewählt? Warum hast du denn ein Funkgerät in der Hand? Okay, du hast recht. Bitte verrate es niemandem. Er spricht das Pferd. Es hat ganz harmlos angefangen. Ich habe diesem süßen kleinen Pony ein Funkgerät und einen Zylinder gegeben. Und Peanut, das sprechende Pony, war geboren. Ich habe mich in den Büschen versteckt, während Peanut mit den Touristen gesprochen hat. Die Sache war ein großer Erfolg. Alle haben Peanut geliebt. Also als die nächste Wahl in Fort Pinter anstand, dachte ich mir, warum soll sich Peanut nicht zur Wahl zum Bürgermeister stellen? Mit dem Verkauf von Wählt Peanut-T-Shirts habe ich ein Vermögen verdient. Das war doch alles nur ein Scherz. Ich dachte nicht, dass er wirklich gewinnen würde. Und er hat so lange gewonnen, gab es nur noch eine Sache, die ich tun konnte. Die Wahrheit sagen? Und all die Macht aufgeben? Bist du verrückt? Niemand durfte erfahren, dass er ein ganz normales Pony ist. Ich ließ den neu gewählten Bürgermeister Peanut verkünden, dass ich der neue Tourismusminister sei. Auf diese Weise konnte ich mich um alles kümmern, während Peanut im Stall abhing und Heu fraß oder was auch immer. Was? Okay, erlass Syndra die Geldstrafe. Das ist das Mindeste, was du tun kannst. Okay, ja, wenn du versprichst, niemandem die Wahrheit über Bürgermeister Peanut zu sagen, bringe ich die Dinge mit dir in Ordnung. Alles klar. Das ist ja wild. Okay, ja, oh nein, jetzt redet der Bürgermeister. Jetzt sagt der Syndra, bitte Bürgermeister Peanut, was habe ich denn dieses Mal falsch gemacht? Steh auf, Syndra, ich habe dich falsch eingeschätzt. Ich sehe jetzt, dass du ein reines Herz hast und Pferde mehr liebst als irgendjemand anderes in Jorvik. Das stimmt. Ruhe, aufgrund deines guten Herzens ernenne ich dich zur Pferdeministerin. Oh. Vergib hier Ränge links und rechts. Ich will auch Pferdeministerin sein. Cool. Das wäre mir eine Ehre, Bürgermeister Peanut. Pferdeminister, das muss man sich mal vorstellen. Das wird was, wenn die Mädchen von zu Hause davon erfahren. Syndra, da sagst du was. Ich schätze, jetzt sind alle zufrieden. Bis auf die Bürger, die du betrogen hast. Aber ja, alle sind zufrieden. Okay, die Plakate hängen. Vacay Raycay läuft. Fords malerische Rundstrecke wird der Hammer. Jetzt brauche ich nur noch einen Influencer, der das Rennen ausprobiert und dann davon berichtet. Das sind wir! Das sind wir! Meine Schwester hat ein paar Freunde, die ziemlich dick im Wettbewerbsgeschäft sind, aber sie antwortet nicht auf meine Nachrichten. Naja, okay. Ronja, das neue Gesicht des Pferderennsports auf Jorvik. Okay. Ein echtes Naturkind. Versuch cool rüberzukommen. Okay, ich gebe mir Mühe. Bitte keine Anfängerpeinlichkeiten, wie gegen Mauern zu rennen. Das habe ich... Syndra, mit wem redest du denn hier? Ich glaube, diesmal haben wir es getimed. Okay, let's go. Okay, der Bürgermeister, der andere Typ, hypt uns ab. Oh ja, okay. Bist du da? Ich bin vor dir. Du bist vor mir? Ich bin vor dir. Ich hole auf. Mein Pferd ist so viel schneller als das Pony. Stimmt eigentlich. Das ist voll gut. Welches Level hat dein Pferd? Schon drei? Mein Pferd ist zwei noch. Ah, meins ist auch noch zwei. Okay. Ich hoffe, dass es bald levelt und Level 3 ist. Das hoffe ich auch. Aber ich denke schon, weil die XP sind recht hoch bei mir. Ja. Eigentlich schön am Strand lang zu reiten. Das ist voll hübsch. Das ist total idyllisch. Ich meine, ja, wenn bei euch der Urlaub ins Wasser gefallen ist, ja, oder irgend sowas, kann ja passieren. Dann spielt einfach Star Stable. Es ist quasi das Gleiche, ja. Ihr könnt es mit euch fragen. Es ist wie Urlaub. ihr reitet durch den Sand, ihr reitet auf Pferden, ja. Stellt euch mal vor, ihr hättet im echten Urlaub vielleicht nur am Sand gesessen, gar nicht mit dem Pferd. Das ist noch ein Bonus. Mist, ich bin am Stein hängen geblieben. Nein! Nein! Lass mich raus! Nein! Ich verliere Zeit. Ich verliere ganz viel wertvolle Zeit. Oh Gott. Wetten, ich schaffe das nicht mehr in Zeit. Oh Gott. Das ist ja peinlich. Du hast doch viel Zeit. Die Zeit ist abgelaufen. Also noch nicht, aber also dieser Counter bei der roten Fahne ging runter und runter. Ja. Das ist jetzt peinlich. Ich dachte, ich gewinne mal ein Rennen. Ja. Aber denkste. No. Das ist jetzt unangenehm. Für den einen oder anderen. Ich hätte einfach drüber springen können über die Hindernisse. Das ist ein richtig ich hänge schon wieder im nächsten Stein.
Warum? Easy, wieso bin ich so schlecht in diesem Spiel? Es tut mir so leid. Lass mich raus. Aber die Rennstrecke ist schön. Die Rennstrecke ist total schön. Da links mit den Seerosen im Wasser. Es ist wunderhübsch. Wenn ich nur nicht so der untalentierteste Reiter der Welt wäre. Syndra, es tut mir leid. Aber dafür können die Leute mein Let's Play ansehen davon. Dafür können die Leute. Ja, ja. Easy rennt nicht die ganze Zeit in Steine. Da könnt ihr mal Talent in Aktion sehen. Danke dir für dein Kompliment. Bitte, bitte. Und finished! Du bist schon finished, ha? Oh nein. Okay. Schön für dich. Nein, ich habe einen falschen. Ich wäre auch gern finished. Oh, du hast einen falschen. Vielleicht ist das jetzt meine Chance, Leute. Ich hol auf. Du hast verloren! Du hast verloren! Ha! Ich komme wenigstens ins Ziel! Ja. Ich war im Ziel, ich habe den letzten Ding. Ja. Oh mein Gott! Ja. Okay. Das wäre mir jetzt total unangenehm, wenn ich hier. Die Aktion haben wir doch gesagt. Das Rennen nicht mal beenden kann. Ich mache das Rennen jetzt nochmal. Okay. Ich mache das jetzt nochmal und dann vergleichen wir die Zeit mal. Ja, wer besser ist, werden wir schon sehen. Meinetwegen, ja. Falls du das überhaupt schaffst. Ich schaff das. Ich bin hier zwar bei 3 Minuten schon. Und das Beste ist, er sagt, ich habe die Strecke schon mal geritten mit 1 Minute 39. Meine jetzige Zeit sind 2 Minuten 53. Okay, ja, sorry. Also, Syndra, es tut mir voll leid. Ich hab mir hier vielleicht ein bisschen was zu Schulden kommen lassen. Egal, was kann sie mir dazu sagen? Das Rennen ist super cool, stimmt's? Ich habe ein paar tolle Aufnahmen von dir und Ace Orb für den Feed vom Bürgermeister Peanut gemacht. Ich glaube auch, du hast ein paar tolle Aufnahmen gefunden. Ich weiß nicht, welche Stelle dir am besten gefallen hat. Die, wo ich im Stein feststecke oder die, wo ich gegen die Wand gelaufen bin. Ich warte jetzt, bis du deine Aufgabe hier. Ja, ich stecke wieder fest. Mein Pferd hat sich wieder hier irgendwo in den Busch gesetzt. So was kann passieren. Da, weißt du was? Das kann jedem passieren. Ja. Das passiert den besten Reitern unter uns. Da musst du dich auch wirklich nicht verschämen. Ich war eigentlich schon so richtig gut, kein Fehler gemacht. Und dann denkt sich Lady Lily so, nö. Nö. Voll, ich will nicht mehr. So, dann würde ich sagen, helfen wir James mal ein bisschen bei seiner Tourismusaktion und machen hier Flyer und Token-Fotos und frag mich was. Und wie gesagt, ihr kriegt einen Link, also unten in der Videobeschreibung, erster Link, da kriegt ihr 10 Tage kostenlos Starrider-Zeit. Den könnt ihr euren Freunden schicken, die kriegen das auch. Der Link ist für alle gültig im Prinzip. Und dann könnt ihr mit denen zusammen Star Stable spielen. Und Als Star Raider Star Stable spielen, korrekt. Und genau, wie gesagt, wenn ihr ein Rennen macht, bitte schreibt die Zeit. Ja, ich würde mich gern vergleichen, beziehungsweise wir wollen Easy vergleichen, weil wir beide wissen, ich verliere. Vielleicht sehen wir uns ja irgendwann mal in-game. Ja, echt so, genau. Wir heißen Ronja Greyback und Lia Discoman. Also, falls ihr uns mal seht, ne, schreibt uns Hi und wir schreiben Hi zurück. Die Leute wollen bestimmt wissen, auf welchem Server wir sind. Oh, stimmt, wir sind auf Cape Coconut. Das ist einer der ganz normalen Deutschland-Server. Da könnt ihr drauf joinen, wenn ihr auf der Website seid. Also, wir sind auf Cape Coconut und genau, wir sehen uns in-game. Macht's gut, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao!